mein Name ist Harry Ober. Ich bin der Inhaber vom Wein- und Whisky-Depot. Und wie der Name bei Wein- und Whisky-Depot schon sagt, handelt es sich hier um Wein in erster Linie, in zweiter Linie um Whisky und natürlich eine ganze Menge andere Schnäpse. Nebenbei habe ich auch noch eine kleine Auswahl an verschiedenen Oliven, verschiedene Öle, alles was man so zum Wein gerne mag, was man auch gerne vielleicht für den Whisky mag oder auch einfach so zum Salat. Im November habe ich übrigens 25-jähriges Jubiläum und freue mich, dass ich beim Jubiläum schon hier bin. Ich bin vor einem Jahr erst umgezogen und ich kann nur sagen, die Kornmarkthöger hier und überhaupt die ganze Nachbarschaft hat mich super gut aufgenommen. Ich bin ganz glücklich, dass es so ist. Die Kornmarkthöger als solche sind normalerweise sehr aktiv. Aktuell sind sie gezwungen, die meisten inaktiv zu sein. Der Fleischer nebenan hat auf, ich habe auf, unser Obstmann da drüben hat auch auf, aber die meisten müssen leider zu Hause bleiben und dementsprechend ist es recht ruhig geworden. Und das ist schon ein bisschen traurig und dementsprechend hoffe ich natürlich auch, dass die Leute weiterhin, und das funktioniert momentan eigentlich ganz gut, den Local Dealer unterstützen. Aufgrund der Tatsache, dass wir im Frühling sind und uns dem Sommer nähern, haben wir den Fokus natürlich aktuell auf Weißweine gelegt. Man kann bei uns gerne probieren, jederzeit. Das sieht so aus, eine Flasche öffnen, einen Schluck probieren, ist der Volltreffer. Oder wir machen die nächste Flasche auf. Das machen wir immer, das machen wir das ganze Jahr. Selbstverständlich beachten wir bei der Gelegenheit natürlich auch immer den Sicherheitsabstand. So nah ich mental der Kundschaft auch bin, wir halten diesen Abstand ein und es macht Sinn. Und ich glaube auch, dass es Sinn macht und anders bekommen wir das Problem nicht in den Griff. Geliefert haben wir schon immer, aber umso mehr tun wir es natürlich jetzt, weil es macht natürlich schon Sinn, für den einen oder anderen öfter zu Hause zu bleiben und sich eventuell das ein oder andere liefern lassen, das tun wir sehr gerne. Man merkt schon ganz deutlich, der ein oder andere ist überrascht, dass wir überhaupt aufhaben, aber wie schon erwähnt, Getränke und Lebensmittel, wir dürfen. Und darüber freuen wir uns natürlich auch sehr, aber die Kundschaft honoriert es auch. Man ist glücklich, statt einer Buddel werden jetzt zwei gekauft, statt eines Kartons werden jetzt zwei gekauft und natürlich ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber es wird honoriert und ich bin sehr glücklich darüber. Schleswig Hilft ist eine entstandene Organisation, ganz neu, überraschenderweise sehr effektiv, Gott sei Dank. Liegt wahrscheinlich auch mit daran, dass wir neue Besetzungen in den Riegen haben. Christian, Helge, Stefan, um es alphabetisch zu nennen. Und das Ganze läuft, funktioniert und ich bin glücklich und stolz, ein Teil dessen zu sein. Die nahe Zukunft, da stelle ich mir vor, dass das Banner, was da draußen hängt, wieder Sinn macht. Da steht herzlich willkommen am Kornmarkt. Bei uns ist immer was los. Das ist momentan nicht so. Und ich hoffe, dass die Verantwortlichen bald geeignete Maßnahmen treffen können und wollen und werden, damit hier draußen wieder Action und Leben am Kornmarkt ist und auch überhaupt die Wirtschaft wieder so richtig ins Rollen kommt. Schleswig Hilft, finde ich gut und ich bin dabei.